Wir, die Waldhäusener, Bastelburger, Simisweilermer, Bannloher, Arlesberger, Beurener, Geiselwanger, Hohenberger, Neubauer, wurden vor 50 Jahren eingemeindet, dass die Ahlener Bürger wenigstens am Wochenende saubere Luft einatmen können. Für mich bedeutet Waldhausen Heimat. Damals wie heute. Vor einigen Jahren wurde unsere St. Nikolaus-Kirche ganz neu renoviert. Was zu der Zeit modern war, ist heute nur noch Geschichte. Wir freuen uns alle jedes Mal aufs Neue, wenn man sie betretet und sieht, was da draus Tolles war. Waldhausen ist und bleibt meine Heimat. Ich denke gerne an meine Schulzeit zurück, weil ich mich mit meiner Klasse sehr gut verstanden habe. Ich mag die Grundschule Waldhausen, weil ich hier meine Freunde habe. Und da kennen wir die Lehrer und die Lehrer kennen uns und die Schule ist nicht so groß. Die Stimmung auf dem Sportplatz, seit wir in der Landesliga spielen, ist sehr, sehr gut. Und wir haben auch auswärts die meisten Fans dabei. Nach den Spielen ist oft noch ein kleines Beisammensein mit Musik und kleiner Bar. Das bringt die Dorfgemeinschaft auch sehr zusammen. Also früher hat es in Waldhausen einen Hartplatz gegeben mit Steinern, wo du hingeflogen bist, warst verletzt. Jetzt haben wir einen super Kunstrasenplatz. Hier macht das Fußballspielen richtig Spaß. Das kann man mit früher gar nicht mehr vergleichen. Mein lustigstes Erlebnis auf dem Pumptrack war, dass ich mit dem Fahrrad, als es sehr matschig und rutschig war, ich mich so hingelegt habe, dass mein Fahrrad über mich drüber geflogen ist und ihr Hund dann zu mir gerannt ist und mir in den Fuß gebissen hat, weil er mich einfach nicht leiden kann. Das fand ich sehr lustig. Die Feste von damals sind mir heute noch in guter Erinnerung. Wir waren lange in der Garde und wir finden es einfach eine schöne Tradition. Und wir hoffen, wir können später mal so richtig mit feiern, wenn wir alt genug sind. Die Region und deren Industrie hat durch die Anbindung der A7 stark profitiert. Menschen fanden Arbeit und dadurch Heimat. Am Steinbruch gibt es viele Pflanzen, die es so einfach nicht mehr gibt. Und generell gibt es auch viele Tiere, die dort halt ein schönes Zuhause haben. Man sollte aber auch aufpassen beim Steinbruch. Ist ziemlich rutschig. Das Naturschutzgebiet Dillenheule
ist mit seiner Ameisenstadt einmalig in Süddeutschland. In Beuren gibt es die Gänsborghütte und dort oben feiern wir immer schöne Feste und das gefällt mir in Beuren ganz besonders. Der Weihnachtsmarkt ist eine Begegnungsstätte von jung bis alt. Es kommen also nicht nur die Eltern mit ihren Kindern, sondern auch die Großeltern sind dabei. Trotz vieler Veränderungen haben wir uns diesen charmanten, ländlichen, dörflichen Charakter bewahrt. Doch das Herz von Waldhausen, das seid ihr. Ihr seid es, die diesen Ort lebenswert machen. Mit all seinen Vereinen, Veranstaltungen und Begegnungen.